Der Tag der Eröffnung in meinem Restaurant in Aalen war für mich sehr aufregend und mir haben richtig die Beine gezittert. Bis zu dem Punkt, wo ich die Tür aufgeschlossen habe, immer anstrengend. In dem Moment, wo die Tür offen ist, relaxed. Der Tag der Eröffnung war natürlich sehr spannend und aufregend, auch sehr anstrengend, aber am meisten hat es natürlich Spaß gemacht. Also die Eröffnung von meinem ersten Restaurant war eigentlich eine absolute Katastrophe. Es hat natürlich alles funktioniert, die Umsätze waren gut und wir hatten viel Spaß. Aber es waren doch einige Hürden, weil man gar nicht wusste, was passiert hier jetzt eigentlich, wie viele Gäste kommen. Das Personal war neu, die waren zwar alle schon mal in einem Training gewesen, aber dennoch war das für alle erstmal ganz neu und man wusste gar nicht, was auf einen zukommt. Aber wir haben den Tag super gemeistert und viel Spaß zusammen gehabt. Ja, wie war der Tag der Eröffnung für mich? Super geiles Gefühl, wenn du dein eigenes Restaurant aufmachst und die ersten eigenen Kunden wirklich in deinen Store reinkommen siehst und denen ein Sandwich zubereitest. Das war faszinierend.